Stell dir vor, du ziehst von Köln nach Münster und schließt ziemlich schnell Freundschaft mit einer anderen Mutter aus der Hortgruppe deines eigenen Kindes. Stell dir vor, zwischen euch bahnt sich eine unsagbar gute Freundschaft an. Sie hat blondes Haar, ist liebevoll und hat diese markanten, funkelnden Bärenohrringe. Und ihr versteht euch bombastisch. Und eines Tages stellt sich heraus, all das, was du ihr anvertraut hast, hat sie missbraucht. Und all das, was sie dir gesagt hat, entsprach nicht der Wahrheit. Stell dir vor, du wirst belogen und betrogen. Stell dir vor, dein geliebter Vater stirbt von heute auf morgen. Du musst zu seiner Beerdigung und plötzlich wird dein kleiner Sohn sehr, sehr krank und du kannst ihn nicht mitnehmen. Stell dir vor, du vertraust deinen Sohn einer Person an, ja, der du alles geglaubt hast, in der du eine liebe, ja, Betreuerin siehst für dein Kind. Und stell dir vor, du kehrst von der Beerdigung zurück und der schlimmste Albtraum aller Eltern wird wahr und dein Kind ist spurlos verschwunden mit deiner besten Freundin. Das könnt ihr euch alles nicht vorstellen, müsst ihr auch nicht. Denn Christine Drews hat darüber ein Buch geschrieben. Schattenfreunde, ein Psychothriller, ein Debütroman. Und wie es scheint, der Auftakt einer ganzen Reihe. Dieses Buch ist unheimlich spannend gemacht. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also von den ganzen Spannungstiteln wirklich jetzt seit ewiger Zeit mit Abstand das Beste, was ich gelesen habe. Ich fand den Sprachstil sehr flüssig, die Story war packend und es gab immer wieder neue Überraschungen und Wendungen. Also, wenn ihr mal was sucht Richtung Joy Fielding oder diesen Titel hier, Schlaf nicht, wenn es dunkel wird, also so eine leichte Spannung ist das nicht brutal oder blutrünstig, aber da kann ich euch von der Christine die Schattenfreundin nur wärmstens empfehlen. Es hat sehr viel Freude gemacht, dieses Buch zu lesen. Und ich danke Christine ganz, ganz doll für dieses tolle Buch. Ich vergebe insgesamt vier richtig spannende Leseratten. Ja, ich wünsche euch gute Unterhaltung. Bis zum nächsten Video, eure Leseratte. Tschüss!